Heute fanden die Gespräche zwischen Vertretern des deutschen Synodalen Weges und dem Vatikan statt. Unmittelbar danach wurde bemerkenswerterweise eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht. Und zwar eine gemeinsame Presseerklärung des Heiligen Stuhls und der Deutschen Bischofskonferenz zu den Gesprächen am 22. März 2024. Das ist deshalb bemerkenswert, weil diese Gespräche sind eigentlich hinter verschlossenen Türen. Das heißt, sie sind nicht öffentlich. Trotzdem hat man sich offensichtlich gezwungen gesehen, aufgrund der großen Erwartungen, etwas irgendwie der Öffentlichkeit zu sagen. Auf der glaubenstreuen katholischen Seite erwartet man, dass endlich dieser synodale Weg ein Ende hat, dass dieser Schrecken endlich irgendwie beendet wird und man das Gefühl hat, die katholische Kirche in Deutschland wird eben nicht völlig zerstört und wir landen nicht irgendwie in eine heretische und schismatische Kirche. Auf der Seite der Linkskatholiken erwartet man, dass sich die deutschen Synodalbischöfe in Rom eben durchsetzen, dass sie auf den Tisch schauen und sagen, wir werden diesen deutschen synodalen Weg durchsetzen. Und wir wollen einfach diesen synodalen Ausschuss, wir wollen den synodalen Rat und eben diese ganzen Dokumente, diese ganzen Beschlüsse des synodalen Weges eben durchsetzen und eben eine heretische, schismatische Kirche hier in Deutschland etablieren. So, es gab dieses Gespräch und dann gab es danach eine relativ mysteriöse, muss man schon sagen, Presseerklärung, die viele Signale sendet, aber im Grunde genommen relativ vage bleibt. Also ich werde das hier ein paar Sätze vorlesen, damit Sie den Eindruck haben. Die heutige Begegnung, die sich über den gesamten Tag erstreckte, war von einer positiven und konstruktiven Atmosphäre geprägt. Ja, das klingt eigentlich sogar ganz positiv. Ja, das steht auch ganz am Anfang der Presseerklärung. Aber es ist eigentlich eine Banalität. Das ist ja normal, dass da eine konstruktive und eine positive Atmosphäre herrscht. Dass man das überhaupt erstmal überhaupt erwähnen muss, das ist schon irgendwie erstaunlich. Das heißt, was hat man eigentlich erwartet? Dass sie sich da streiten, dass sie sich da prügeln, dass sie sich da beschimpfen, ihr seid Heretiker und dann die Deutschen werfen den Römern vor, ihr seid irgendwie Betonköpfe oder was. Auf jeden Fall, die haben gesagt, es war positiv und es war alles sehr wunderbar, konstruktiv und so weiter. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, und zwar, es konnten einige der in den Dokumenten des Synodalen Weges der katholischen Kirche in Deutschland aufgeworfenen, offenen theologischen Fragen erörtert werden. Das heißt, die haben gesagt tatsächlich, es gibt gewisse Fragen, die sind offen, aus dem Synodalen Weg, und die haben wir erörtert. Das ist alles, was da gesagt wird. Wir haben tatsächlich über den Synodalen Weg gesprochen. Das Ganze ist deshalb eigentlich erstaunlich, weil dieses Treffen, diese Gespräche sollen ausschließlich über den Synodalen Weg eigentlich reden. Dass sie das überhaupt erwähnen mussten, ist schon eigentlich erstaunlich. Ja, das ist ja eigentlich der Sinn, warum die da hingegangen sind. Also, und es gibt überhaupt keine Schlussfolgerung. Die sagen, wir haben darüber geredet. Also, das ist unglaublich. Aber etwas später, und da kommt jetzt eine Geschichte, die wirklich problematisch ist, weil da sieht man hier möglicherweise einen Trick. Hier kommt der Trick der ganzen Geschichte. Und möglicherweise will der Vatikan oder Kardinal Fernandes, Kardinal Prevost, also die anwesenden Kardinäle, die sagen, okay, die haben Angst tatsächlich, das Ganze total zu stoppen. Und die wollen den deutschen Synodalbischen, also Bischof Betzing, Overbeck, Kohlgraf aus Mainz und so, irgendwie einen Fluchtweg lassen, damit sie nicht völlig eigentlich demoralisiert zurück nach Deutschland kommen. Und jetzt, deshalb ist das sehr heikel, was hier steht. Die deutschen Bischöfe haben zugesagt, immerhin, dass diese Arbeit dazu dient, konkrete Formen der Synodalität in der Kirche in Deutschland zu entwickeln. So, und dieser Satz ist natürlich wirklich sehr schlecht. Denn worum geht es hier insbesondere in diesen Gesprächen? Was passiert mit diesem fürchterlichen synodalen Ausschuss oder beziehungsweise den synodalen Rat, das heißt die Fortsetzung des synodalen Ausschusses? Und wie ich schon gesagt habe, der synodale Ausschuss beziehungsweise synodale Rat ist extrem wichtig, denn diese Gremien, die garantieren sozusagen eine Verewigung des synodalen Weges. Das heißt, wenn die Linkskatholiken, insbesondere das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, nicht in der Lage ist, diesen synodalen Ausschuss
zu etablieren, dann ist im Grunde genommen der synodale Weg und diese ganze heretische, schismatische Kirche zu Ende. Deshalb, die müssen irgendwie einen Ausschuss hinkriegen. Ja? Meinetwegen auch einen schwachen synodalen Ausschuss, aber irgendwie müssen sie kriegen. Okay, und das ist hier irgendwie drin in diesem Satz. Ich lese ihn nochmal vor. Die deutschen Bischöfe haben zugesagt, dass diese Arbeit dazu dient, konkrete Formen der Synodalität in der Kirche in Deutschland zu entwickeln. So, und das ist aus der Perspektive des Synodalen Wegs und des, der Synodalen Bischöfe, Betzing, Overbeck, Kohlraff etc., Gerber, das ist der Synodale Ausschuss zusammen eben mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Das ist der Punkt. So, okay, und jetzt kommst du sagen, eigentlich damit der Vatikan das irgendwie akzeptieren könnte, jetzt kommst du sagen die Nebenbedingungen, und zwar die Übereinstimmung mit der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das ist wichtig, denn der in Lumen Gentium wurde die Rolle, ja, das ist erstaunlich, das ist, ich werde hier nicht in Theologie ein, weil sonst, ich werde jetzt nicht groß Theologie hier behandeln, weil sonst dauert das Video viel zu lang und das führt zu weit und es gibt auch, das wurde schon längst erläutert. Aber gerade im Lumen Gentium, also in diesem Dokument, also das ekklesiologische Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, wurde eben die ganze Rolle des Bischofs noch bekräftigt, erstaunlicherweise. Das heißt, was das Bischofsamt ist, die Kirche, wenn sie so wollen, noch hierarchischer geworden, als was sie ohnehin schon war. Erstaunlicherweise, weil das Zweite Vatikanische Konzil hat in vielen eigentlich mehr, war so ein bisschen eher egalitär. Ja? Und das Lumen Gentium, beziehungsweise die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, wurde sehr oft von den Kritikern des Synodalen Weges zitiert, also zum Beispiel Leute wie Kardinal Kaspar, die sagten, also das, was ihr da vorhabt mit diesem Synodalen Ausschuss, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So, das heißt, es ist schon interessant, das muss man schon beachten, dass das als erster Punkt genannt worden ist in dieser Aufreihung. So, der zweite Punkt ist, den Vorgaben des Kirchenrechts. Ja, das heißt, sie werden nicht das Kirchenrecht verletzen. Also, dass Bischöfe das überhaupt erwähnen müssen, ist schon bemerkenswert. Das ist ungefähr wie wenn jetzt ein Bundestagsabgeordneter oder ein Bundesminister sagen würde, ich werde das Grundgesetz achten. Ich werde das Grundgesetz respektieren. Das ist im Grunde, was sie hier sagen. Aber das ist schon ganz klar, die sagen, okay, wir werden uns einschränken. Wir möchten garantieren, dass wir das Kirchenrecht nicht verletzen werden. Das sind jetzt alles Wörter. Wie das danach tatsächlich aussieht, das ist eine andere Sache. Aber Sie sehen, Sie geben hier eigentlich einen Katalog von Garantien, damit Sie im Grunde genommen so eine Art synodalen Ausschuss machen. Ja, das ist der Punkt. Das heißt, am Ende wird eigentlich, ich nehme an, so wie das hier klingt, kommt ein Wischiwaschi-Text, ja, der formell tatsächlich nicht frontal die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils verletzt, auch nicht das Kirchenrecht, aber trotzdem so eine Art synodalen Rat zulässt. Und es gibt einen dritten Aspekt, und der ist sehr schlecht, und den Ergebnissen der Weltsynode stehen und anschließend im Heiligen Stuhl zur Approbation vorgelegt werden. So, also erstmal den Ergebnissen der Weltsynode erwartet. Das heißt, die erwarten immer noch, die hoffen, dass die Weltsynode tatsächlich so eine Art, ja, wenn Sie so wollen, Rettungsanker für den synodalen Weg bringt. Das heißt, die hoffen, das hat eigentlich tatsächlich Bischof Betzing mehrmals gesagt, die Weltsynode könnte tatsächlich die Bedingungen schaffen, dass der deutsche synodale Weg irgendwie implementiert werden könnte. Das war auch tatsächlich die ganze Hoffnung eigentlich von Bischof Betzing und den ganzen Synodalbischöfen. Und schließlich die letzte Bedingung ist, dass anschließend im Heiligen Stuhl zur Approbation vorgelegt wird. Okay, das heißt, Sie sehen, im Grunde genommen, was haben die Bischöfe hier gesagt, die deutschen Bischöfe? Wir werden einen Ausschuss machen, aber unter diesen vier Bedingungen. Das heißt, Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Vorgaben des Kirchenrechts,
den Ergebnissen der Weltsynode, das ist das Schwächste, logischerweise. Und dann außerdem noch werden wir das Ganze vorlegen, dem Vatikan, eben zur Approbation. Das ist eigentlich, was die hier gesagt haben. Aber es ist ganz klar, dass die an dieser Bildung des Synodalen Ausschusses festhalten. Das wollen sie auf jeden Fall haben. Und dann steht am Ende, beide Seiten haben sich für ein nächstes Treffen vor der Sommerpause 2024 vereinbart. Das heißt, was kann man jetzt erwarten? Das heißt, die haben wahrscheinlich schon gedacht, aha, wir müssen jetzt eine Satzung machen, ja, die im Grunde genommen diesen vier Bedingungen entspricht. Und dann haben wir endlich unseren synodalen Ausschuss. Das heißt, rein formal werden wir diese vier Bedingungen erfüllen. Ja, aber was wir dann mit dem synodalen Ausschuss konkret machen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Dann tun wir und lassen, was wir wollen. Ja, wir sagen, ja klar, natürlich, der Bischof ist ganz wichtig und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat überhaupt nichts zu sagen und so weiter. Aber de facto ist es möglicherweise was ganz anderes. Aber formal ist es, versuchen die etwas zu machen, was eben tatsächlich, ja, entsprechend dem Kirchenrecht etc., also diese ganzen Dinge, die ich hier gerade erwähnt habe. Also das scheint der Trick zu sein. Das Ganze ist wirklich unglaublich hinterlistig, ja, und es ist einfach unerträglich. Denn hier, wer wird hier eigentlich betrogen? Es sind im Grunde genommen die Gläubigen. Ja, die Gläubigen werden irgendwann mal das auch gar nicht mehr durchschauen. Sie haben ja gar nicht zum Teil die Voraussetzung, das Ganze irgendwie zu beurteilen. Sie haben gar nicht die Zeit, sich mit diesen Dingen überhaupt auseinanderzusetzen. Das heißt, am Ende wird man eine Parlamentarisierung der Kirche, die zwar in den Texten möglicherweise in Ordnung ist, aber in der Praxis eben völlig katastrophal ist, im Sinne, dass sich die Kirche in Deutschland, die katholische Kirche in Deutschland, immer mehr in Richtung einer heretischen und schismatischen Kirche bewegt.